Cool, also dann herzlich willkommen. Mein Name ist Richard Mücke. Ich möchte heute einen Vortrag über Bier halten. Und weil meine Frau gesagt hat, dass das eine total beschissene Einleitung ist, habe ich mir noch eine neue überlegt. Ein bisschen Clickbaiting. Mal gucken, wie die euch gefällt. Also, mein Name ist Richard Mücke. Ich werde heute über Zauberstäbe, Hexen, Seefahrer, Fastfood, Bäckereikunst, Mais, Kümmel und Kräuter, Gift und eine ganz besondere Flüssigkeit sprechen, Whisky. Und über Bier werde ich auch reden. So, dann legen wir einfach mal los. Dieser Vortrag gliedert sich in 2,2 Teile. Der 0,2. Teil ist da vorne, das Intro, warum überhaupt Bier und womit wird Bier gebraut. Dann in dem richtigen Teil 1 gehe ich auf die Theorie ein und in Teil 2 brauen wir dann quasi praktisch, nicht nur wie es hier steht mit einer Malzprobe, ich habe auch noch Hopfen mitgebracht, da könnt ihr mal die Nase reinhalten, ist auch ganz spannend. So, Teil 1 oder 0,2, Intro, warum überhaupt Bier brauen. Ihr habt alle vor euren Augen im Innern ein Bier. Könnt ihr mal angucken, was macht so ein Bier alles aus? Was ist denn das eigentlich? Gerne. Schaum, bitte. Ja, super, genau, Schaum. Also gerade beim Schaum hast du verschiedene. Es kann grobporig sein, feinporig, der kann sich lange halten, der kann schnell zerfallen. Was haben wir noch? Wir haben Farbe. Ne? Also es kann gelb durchsichtig sein, es kann trübe sein, es kann auch dunkel sein, es kann orange sein, es kann richtig schwarz sein. Und ja, neben diesem Zeug gibt es eben auch Geschmack. Es kann sehr süß sein, ihr habt alle vielleicht schon mal Bier getrunken. Es kann süß sein, es kann bitter sein, es kann fruchtig sein, malzig. Und beim Geruch ist es genauso, da gibt es ganz verschiedene Geruchsstoffe. Ja, und ein großer Teil, warum man überhaupt Bier braut, ist eben wegen dem Alkohol. Und hier wird es sich auch immer wieder drum drehen. Also der ganze Schmuh mit dem Bierbrauen dreht sich nur darum, dass wir Zucker produzieren wollen. Warum Zucker? Weil die Hefe so eine nette Pilzgeschichte ist. Die macht aus Zucker nämlich Alkohol unter anderem. Und deswegen brauchen wir Zucker. Und eigentlich geht es beim Bierbrauen nur ums Zuckerbrauen oder Zucker machen. So, ich habe schon die Zutaten kurz angesprochen. Wir haben Wasser. Wasser ist ja irgendwie, ja, Wasser hat doch irgendwie jeder hier. Aber Wasser hat auch einen ganz großen Einfluss aufs Bier. Es gibt hartes Wasser hier in Mannheim. Das könnte man auch als Hobbybrauer behandeln, damit es ein bisschen weicher wird. Man kann den pH-Wert einstellen. Also es gibt unzählige Arten. Man kann Quellwasser nehmen. Also Wasser hat wirklich eine große Auswirkung auf das Bier an sich. Und genauso das Malz. Das Malz ist Getreide, das auf eine bestimmte Art und Weise behandelt wird, nämlich gemälzt in der Mälzerei. Da gehe ich später kurz drauf ein, was da passiert. Das Malz sorgt so für den hauptsächlichen Geschmack. Man nennt es auch Körper. Der gibt dem Bier so das, was das Bier erstmal ausmacht. Das kann auch Süße sein, weil aus dem Malz der Zucker kommt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Und vor allem die Farbe, die kommt auch aus dem Malz. Ja, Hopfen. Hopfen ist ja eine Art von Kraut quasi. Der Hopfen sorgt vor allem für Haltbarkeit vom Bier. Deswegen hat man den Hopfen auch später dann eingeführt fürs Bierbrauen. Er sorgt für eine bittere, aber auch nochmal für neuen Geschmack und ganz neue Geruchsaromen. Ja. Also er hat auch noch eine ganz große Ein- oder Auswirkung aufs Bier. Die Hefe ist auch noch sehr wichtig. Die Hefe macht nämlich aus dem Zucker, wie schon angedroht, den Alkohol und auch das CO2, was wir für die Blubberbläschen brauchen. Das war so das Intro. Gehen wir in die Theorie. Die Theorie vom Bierbrauen sind maximal 6 Schritte. Den Nullten, das Mälzen, habe ich mal so eingeklammert, weil das Mälzen macht der Hobbybrauer in der Regel nicht. Es gibt auch ein paar Verrückte, die machen das. Wir gehen dann übers Maischen zum Läutern, Hopfenkochen, Haupt- und Nachgärung, zur Reifung und dann wird auch getrunken. Und das sind so die Schritte. Oben steht noch ein wichtiger Spruch, der Brauer macht die Würze, die Hefe macht das Bier. Das ist tatsächlich so, der Brauer bereitet die Würze, das ist so diese zuckerhaltige Geschichte vor. Und dann schmeißt du die Hefe rein, da kannst du auch ganz viele verschiedene Hefen benutzen. Und dann geschieht das Wunder und aus dieser Würze-Geschichte wird dann das Bier mit Alkohol und die Hefe hat einen sehr großen Einfluss auf das Bierergebnis. Ich hatte es angedroht, der nullte Schritt, gehen wir ganz schnell drüber. Wer sich dafür interessiert, in Schriesheim gibt es eine Mälzerei, die machen auch Führungen, da war ich dabei, sehr spannend. Bei Mälzen ist prinzipiell ist es so, du hast das Getreidekorn und in dem Getreidekorn ist Stärke drin und jetzt korrigieren mich hoffentlich Biologen oder Chemiker und diese Stärke kannst du irgendwie umwandeln, dass da Zucker draus wird. Und wir hatten gelernt, wir wollen Zucker haben. Also diese ganze Geschichte mit dem blöden Getreide machst du nur, damit du Zucker rausholen kannst. So, und wie kriegen wir jetzt aus dem Getreide diese Zuckergeschichte raus? Wir müssen eine Keimruhe einhalten, das heißt, das Korn muss sich entspannen, das muss sich bei einer überwachten Temperatur und überwachten Wassergehalt einfach ankommen und sich vorbereiten zum Keimen. Dann wird das Korn eingeweicht, es wird mit Wasser gewaschen und
kommt viel Wasser drauf und dadurch saugt sich das Korn voll und es merkt, wow, ich kann jetzt keimen, hier ist Wasser da, wundervoll. Ja, das macht es dann auch, es fängt an zu keimen. Während des Keimprozesses steuern wir 4 Faktoren, die Temperatur, die Feuchtigkeit, das O2 zum CO2-Verhältnis und die Zeit. Das klingt total kompliziert, in der Praxis ist es sehr einfach. Mälzereien haben so eine Art ganz langes Förderband, da schmeißen sie das eingeweichte Malz drauf und jeden Tag wandert dieser Haufen eine Stufe weiter und nach 4 Tagen ist dieser Haufen ganz am Ende. Und wenn man da vorbeigeht, siehst du auch die Stadien dieses Korns. Am Anfang ist es einfach nur nass. Am ersten Tag guckt so ein kleiner Keimling raus, am zweiten wird er größer und am vierten ist er dann irgendwie so 1 Zentimeter lang. Ja, und wenn der Keimling dann also da ist und das Licht der Welt erblickt, wird er abgeschlagen und das Korn wird gedarrt. Im 4. Schritt, darren heißt einfach nur erhitzen, über eine bestimmte Zeitdauer mit einer bestimmten Temperatur. Also es heißt, es wird Wasser entzogen. Das mit dem Wasser entziehen hat 2 Punkte oder 2 Ziele zum Ziel. Es soll lagerfähig gemacht werden, logisch. Und wir wollen dem Korn die gewünschte Eigenschaft mitgeben. Denn beim Darren kannst du dafür sorgen, dass so ein Malzkorn entweder sehr flach und einfach schmeckt. Du kannst ihm aber auch karamellige, rauchige Charakter mitgeben. Du kannst richtig viel Zucker in diesem Korn herausholen, damit es richtig babsüß. Und das kannst du alles mit diesem Darren erreichen. Und hier unten habe ich mal 2 Malzsorten angegeben. Pilsener Malz wird bei 82 Grad ungefähr gedarrt und Münchner Malz, so ein ganz dunkles, wird bei über 100 Grad gedarrt. Das Schöne ist, ich habe auch beide Malzsorten dabei und noch 2 mehr, dann könnt ihr das nachher auch mal durchprobieren. Ja, und ich hatte jetzt gesagt, Korn kann da rein, was ist denn das alles? Also es kann Gerste rein, es kann Weizen rein, es kann Dinkel rein, es kann Hafer rein, es kann sogar Mais rein. Die Amerikaner machen viel mit Mais. Also alles, was Stärke enthält, ne, wir erinnern uns, Stärke wird zu Zucker, Zucker wollen wir wegen Alkohol, also kannst du auch alles reinschmeißen. Aber wir brauen in Deutschland nach dem Reinheitsgebot und das ist dann halt Gerste oder Weizen. Dinkel müsste eigentlich auch mit drin sein. Ja, Malz, es wird nur von Malz geredet, also Dinkel geht auch. Kleiner Hinweis, Dinkelacker, das Bier vielleicht schon mal gehört, das kommt daher, weil die früher mit Dinkel gebraut haben. So, nach dem Mälzen, hier fängt der Hobbybrauer an. Nach dem Mälzen hat der Hobbybrauer das Ziel, irgendwie aus diesem Korn, aus dem Malz, also den Zucker rauszuholen. Und diesen Zucker holt er wie folgt raus. Wir nehmen das Malz, wir nehmen Wasser, schmeißen das alles in eine Würzepfanne, also sprich einen großen Topf, den ich erhitzen kann. Und mache dann Folgendes, ich erhitze diese ganze Menge auf eine bestimmte Temperatur. Diese Temperatur halte ich eine ganz bestimmte Zeit und dadurch lösen sich aus dem Malz bestimmte Stoffe heraus. Wir erinnern uns, es geht immer um Zucker. Und diese Temperatur, wenn ich die eine bestimmte Zeit gehalten habe, erhöhe ich die Temperatur wieder auf den nächsten Schritt. Ich zeige das mal hier in dem Diagramm. Kann ich damit ja mal, oh ja, wunderbar. Also hier unten, ne, haben wir das Wasser nur, das erhitzen wir. Einmaischtemperatur ist erreicht, ich schmeiße das Malz rein. Wenn ich das Malz reinschmeiße, dann sinkt die Temperatur von dem ganzen Sud, der jetzt da drin ist, und zwar optimalerweise genau auf die Temperatur von meiner ersten Rast. Rast sind diese Dinger, wo ich die Temperatur eine bestimmte Zeitdauer halte. Das nennt man Rast. Hier sieht man diese Rast, nach einer bestimmten Zeit heizt sich das Ding wieder auf und halte die nächste Rast. Dann heizt sich wieder auf, halte die nächste Rast. Und am Ende fahre ich eine sogenannte Abmaischtemperatur an. Dann kann ich das Zeug voneinander trennen, zeige ich gleich. Warum machen wir das und wie heißt das Ganze? Diese Rasten, wie gesagt, lösen bestimmte Stoffe aus dem Malz heraus. Zucker, den wir haben wollen. Und es gibt verschiedene Rasten. Ich habe hier nur mal 3 aufgeschrieben, es gibt viel mehr. Die Eiweißrast, das ist, um das Malz vorzubereiten, braucht man heutzutage in der Regel nicht mehr, aber kann man auch trotzdem noch machen. Ist nicht so spannend. Maltoserast. Hier bei der Maltoserast entsteht vergärbarer Zucker. Also diesen Zucker, den ich jetzt hier raushole, den kann die Hefe später in Alkohol umwandeln. Je länger ich diese Rast mache, umso mehr vergärbaren Zucker bekomme ich, umso mehr Alkohol bekomme ich. Dafür habe ich weniger Zucker, den ich hier aus der Verzuckerungsrast rausholen kann. Die Verzuckerungsrast ist dafür zuständig, dass das Bier süß schmeckt. Das ist nicht vergärbarer Zucker. Das heißt, ich kann über diese Rast dauern, kann ich genau steuern, wie mein Bier eigentlich werden soll. Mehr Alkohol und weniger süß oder mehr süß, dafür weniger Alkohol. Da hat man ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, und diesen ganzen Schmuh macht man, wie gesagt, nach dem Maischen. Ihr dürft übrigens auch immer gerne Fragen stellen. Logisch, habe ich vergessen zu sagen. Ja, nach dem Aufheizen und diesen Rasten fahre ich hier hinten auf diese sogenannte Abmaischtemperatur. Die liegt bei 78 Grad.
Warum genau 78 Grad? Ab 80 Grad würden sich aus dem Malz weitere Stoffe lösen, die wir nicht im Bier haben wollen. Also sollten wir nicht die 80 Grad erreichen. Und darunter lösen sich ja wiederum andere Stoffe, die wir jetzt aber auch nicht mehr im Bier haben wollen. Also noch mehr Zucker zum Beispiel. Und wenn wir sagen, mein Bier soll so und so werden, dann muss ich diese Temperaturen möglichst einhalten. Das heißt also, diese 78 Grad beim Abmaischen, das nennt man dann auch Läutern, wollen wir so haben. Läutern bedeutet jetzt, in unserer Suppe, in dieser Würzepfanne, ist ja jetzt Wasser drin und das Malz. Und in dem Malz, da sind auch noch so Spelzen drin und Mehl und ach Gott, was nicht alles da drin ist von diesem Zeug, von diesen Körnern. Das müssen wir jetzt trennen. Und diesen Vorgang des Trennens, den man läutern. Ich habe das hier mal so wunderschön aufgezeichnet. Das da ist die Würzepfanne im Gesamten. Hier oben ist die Würze drin. Die Würze ist jetzt also die Flüssigkeit, die die Stoffe vom Malz aufgenommen hat. Es ist nicht mehr Wasser, es ist einfach Würze, nennt man das. Dieses Gekrüttel hier unten ist der Treber. Treber sind die festen Bestandteile des Malzes, die noch übrig geblieben sind. Sprich das Korn, was sich mit Wasser vollgesaugt hat, die Spelzen, das bisschen Mehl. Das ist alles da drin. Und das Ding benutzen wir als natürlichen Filter. Das ist total praktisch, weil da muss man nicht mit anderen Filtern arbeiten. Man lässt das Ganze also stehen und lässt es sich hier absetzen. Und dann kann man hier unten, wenn man da einen kleinen Auslaufhahn hat, kann man den öffnen und die Flüssigkeit kommt langsam heraus. Hier muss man so ein bisschen aufpassen, wenn ich da zu schnell vorgehe, kann eine sogenannte Läuterkatastrophe passieren. Gehe später nochmal drauf ein. Sprecht mich drauf an, wenn ich es vergesse. So, jetzt habe ich hier noch einen zweiten Topf, der nennt sich Nachguss. Den erhitze ich auch parallel auf die 78 Grad. Wir erinnern uns, das ist da oben, damit das Malz nicht mehr arbeitet. So, warum mache ich das? Wir haben hier drin in der Würze ja schon viele Stoffe aus dem Malz, aber in dem Malz selbst sind immer noch so Zucker drin, die müssen wir da irgendwie rauswaschen. Ja? Das muss nochmal richtig schön durchgespült werden, dass wir da auch alles rausholen und das macht der Nachguss. Das heißt, ich lasse hier unten so ein bisschen was ab. Wenn ich genug abgelassen habe, schütte ich aus dem Nachgusstopf wieder Wasser hinein und dadurch erreiche ich eine Auswaschung des Korns und ich verdünne auch diese Würze. Also ich gehe davon aus, zum einen erhöhe ich dadurch meinen Ausschuss oder nicht den Ausschuss, ich erhöhe meine Produktion, mehr Bier. Ja, auf der anderen Seite wird das Bier halt ein bisschen flacher, aber das ist natürlich genau berechnet. Was wir jetzt hier sehen, ist nicht, ich habe mich nicht verrechnet, 16 plus 14, 16 sind die Liter Wasser, die ich da vorher reingeschmissen habe. 14 Liter kommen hier aus dem Nachguss und man würde ja sagen, das sind 30 Liter, aber ich kriege so im Schnitt 20, 21 Liter raus. Wo sind denn die anderen Liter hingekommen? Verdampft zum Beispiel, genau. Und noch in dem feuchten Korn, was wir haben. Exakt, genau. Ja. Und da bleibt also richtig viel Wasser hängen. Ja. Dankeschön, sehr gut. So, also wir haben jetzt schon mal Würze. Wir freuen uns. Der Treber mit dem Treber, das ist ganz eklig. Also da müssen wir nachher auch nochmal drüber quatschen, wenn er mich drauf anspricht, was man mit dem Treber machen kann. Also Mülltonne ist eine ganz schlechte Idee. Habe ich meine schlechten Erfahrungen mitgemacht. So, was kommt denn jetzt nach dem Maischen? Wir sind immer noch nicht fertig. Wir machen jetzt Hopfenkuchen. Der Hopfen, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, der Hopfen sorgt für drei verschiedene Eigenschaften des Bieres. Zum einen macht er das Bier haltbar, zum anderen sorgt er für Geschmack und dann noch für Geruch. Hopfenkochen geht im Prinzip so, du hast wieder einen Topf, den du erhitzt, in dem die Würze ist und du befeuerst den so permanent, dass der anfängt zu kochen und zwar so stark zu kochen, dass er sich selbst vermengt, also wallendes Kochen. Ich weiß nicht, ich habe da bestimmt schon mal beim Nudelkochen oder so gesehen, wenn die ganze Suppe einfach die ganze Zeit so krass kocht, dass es sich von selbst durchmengt, da musst du nämlich nicht mehr rühren. Deswegen kocht man wallend. Prinzipiell macht man so, dass man in diese kochende Geschichte zu drei verschiedenen Zeitpunkten den Hopfen beimengt. Der erste Hopfen, der am längsten mitkocht, der macht es einfach nur bitter und haltbar. Der ganze Geschmack, der ganze Geruch, den der Hopfen noch mit sich bringt, ist weg. Die zweite Gabe, die macht man so im zweiten Drittel quasi von dem Kochvorgang. Wenn man die reinhaut, die sorgt für den Geschmack. Und Hopfen bringt eben ganz viel Geschmack mit rein. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Hopfen, gehe ich nachher noch drauf ein. Ja, und die letzte, die machst du wirklich rein, wenn das wallende Kochen aufhört. Die nimmt nur noch die letzte Hitze mit. Die sorgt für den Geruch. Und vielleicht wird es dadurch schon deutlich, mit dem Hopfen habe ich also ganz viele Einstellmöglichkeiten bei dem Bier. Ich kann verschiedenen Hopfen benutzen. Ich kann einen Hopfen benutzen, der das so haltbar macht, wo ich nicht viel Geschmack raushole. Dann nehme ich einen Hopfen, der zum Beispiel nach Mandarine schmeckt. Dann habe ich Mandarinengeschmack in meinem Bier. Und dann nehme ich als Geruch Hopfen einen Hopfen, der nach Lakritze riecht. Gibt's alles. Und schon hast du ein Bier, das man nach Mandarine schmeckt, aber nach Lakritze riecht. Und wer schon mal IPAs getrunken hat, diese Craft-Biere, weiß nicht, ob das jemandem was sagt, die toben sicher aus mit dem Hopfen. Ne? Also das Zeug ist extrem super gehopft und
die ganze Malz kannst du vergessen, die könnten es auch ins Wasser kippen. Der Hopfen kommt da volle Möhre raus und genau der Hopfen sorgt auch dafür, dass du diese ganz krassen Geschmacksrichtungen und Geruchsrichtungen hast. So, wunderschön gezeichnet, bin ich ganz stolz auf mich, dieser Rohhopfen, so sieht er aus. Hopfen gibt es auch, also einmal als Rohhopfen, den habe ich da vorne, könnt ihr nachher sehen. Oder ganz häufig auch benutzt bei den Brauern, das sind Pellets, das ist einfach gepresster Rohhopfen. Ist halt leichter zu verschicken und weniger Volumen, ist auch ein bisschen günstiger. Ansonsten ist das Zeug völlig gleich. Beim Brauen haben Pellets Nachteile, die man bei dem günstigeren Preis vielleicht gerne in Kauf nimmt. Kann ich auch später noch darauf eingehen, was da die Nachteile sind. So, Fragen, Hopfenkochen? Wir sind noch alle auf Kurs. Schön. Nach dem Hopfenkochen haben wir jetzt die Würze. Wir erinnern uns, in der Würze sind die gelösten Stoffe aus dem Malz, also Zucker. Das Zeug schmeckt babsüß. Und wir wollen jetzt Alkohol daraus bekommen. Und diesen Alkohol, den produziert unser Freund die Hefe. Die Hefe kannst du da reinschmeißen, aber aufgepasst, die Hefe ist sehr temperaturempfindlich. Die mag bestimmte Temperaturfenster. Das steht dann auch bei der Hefe im Beipackzettel immer dabei. Und man wartet also, bis dieses hopfengekochte Zeug abgekühlt ist, auf die Temperatur für die Hefe. Und dann schmeißt du die Hefe rein. Hefe gibt es in verschiedenen Arten, untergärig, obergärig, vielleicht schon mal gehört. Untergärige sinkt nach unten und vergärt dort das Bier. Obergärige steigt nach oben an die Oberfläche und vergärt dort das Bier. Viele andere Unterschiede kenne ich nicht. Die Hauptgärung selbst, die dauert teilweise manchmal nur Stunden. Das kann auch mal richtig flutschen. Kann aber auch Tage, in der Regel sind es ein paar Tage, bis auch mehrere Wochen gehen. Das ist einfach so, wie die Hefe funktioniert, welche Hefe du benutzt, wie wach die war, wie wenig, wie viel, was auch immer. Welche Temperaturen und so, also da ist die Hefe auch relativ empfindlich. Ist aber auch nicht schlimm, denn sobald die Hefe in dem Zeug drin ist, sinkt die Gefahr, dass wir das Bier infizieren. Infizieren? Warum infizieren? Der ganze Zucker, der in dem Zeug drin ist, der zieht ja nicht nur die Hefe an, sondern der zieht auch Bakterien an. Und die Bakterien, die freuen sich über den Zucker und können den auch verdauen und dann kippt dein Bier, es wird sauer. Interessanterweise gibt es Bier, die macht sich das zunutze, oder das macht sich das zunutze, das sind so Sauerbiere. In Leipzig gibt es eine Bierart, die heißt Gose und die wird nicht mit Hefe vergoren, sondern mit Bakterien. Und wenn man die trinkt, die schmeckt so richtig krass sauer, geht also auch. Hauptsache Alkohol kommt raus, das ist ja so das Ziel. Ne? So, die Hefe, die pupst auch noch CO2 raus und das bedeutet, der CO2, was die so rauspupst, der verschwindet erstmal. Das können wir erstmal nicht speichern. Deswegen müssen wir irgendwann später diesem Jungbier, was daraus entstanden ist, das hat also keine Blubberbläschen. Das ist quasi wie Wasser, nur halt süß, nicht mehr süßes, sondern es ist halt alkoholisches, bieriges Wasser. Dem müssen wir noch irgendwie CO2 zusetzen. Da gibt es verschiedene Verfahren. Gehe ich später kurz drauf ein. So, wir können stolz sein. In der Theorie haben wir jetzt Jungbier erreicht. Jetzt gehen wir mal in die Praxis, machen einen Realitätsabgleich. Wie läuft es wirklich? Ja, in Deutschland brauchst du nicht einfach Bier, das musst du erstmal anmelden. Das vorneweg. Ja. Ja, logisch. das ist eigentlich relativ einfach. Man kann beim Hauptzollamt, beim Zuständigen, das formlos anmelden. Man muss dann sagen, wie viel man machen will, geplant, wo vor allem. Denn es ist wichtig, steuerfrei darf jeder Mensch in Deutschland bis zu 2 Hektoliter, also 200 Liter im Jahr selber brauen. Allerdings wichtig im eigenen Haushalt. Und nur zum eigenen Verbrauch. Das heißt, wenn wir irgendwie tatsächlich mal ein Brauevent hier machen sollten, dann muss das sofort versteuert werden, weil das hier nicht mehr unter diese Freimenge fällt. Das Zollamt ist aber das gewohnt, dass da viele Brauer sich melden. Insofern sind die auch relativ entspannt. Die sagen, melden Sie sich einfach, wenn Sie die 2 Hektoliter überschreiten und dann wird das halt besteuert. Infos findet ihr da unten und ich glaube, ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Das Einzige, was ich da jetzt noch mit rausziehen kann, ist, ihr müsst dokumentieren. Wenn ihr mal braut, Doku, wichtig, nicht nur bei IT-Projekten, auch hier müsst ihr aufschreiben, wie viel ihr rausgeholt habt, weil das ist das, was das Hauptzollamt dann später wissen will, um euch zu besteuern. So. Sind die 2 Hektoliter pro Person oder pro Haushalt? So, wenn ich jetzt meine Frau, wenn die auch braut, das muss pro Person sein, aber ich würde das Hauptzollamt dann nochmal fragen. Also du kriegst eine Brauereinummer, die ist, glaube ich, auch wiederum auf die Adresse bezogen. Also dann könnte es schwierig werden, ich weiß nicht, müsste man mal nachfragen. Das ist aber eine gute Frage. Meine Kinder, genau, meine Kinder brauen auch. Ja, meine 10 Kinder, ja. Ja, nicht nur zum Trinken, oder?
So, nachdem wir jetzt angemeldet haben und eine Brauereinummer bekommen haben, juhu, wir freuen uns, müssen wir auf Folgendes achten. Da ja jetzt Zucker drin ist, ich habe es vorhin schon angedroht, haben da auch ganz andere Viecher noch Interesse an dem Zeug. Und deswegen müssen wir ab einem bestimmten Zeitpunkt immer steril arbeiten. Und der Zeitpunkt ist natürlich nach dem Hopfenkochen, weil was vorher da drin war, durchs Hopfenkochen stirbt es. Aber danach muss alles steril gearbeitet werden. Und das heißt, man ist beim Bierbrauen die ganze Zeit am Putzen. Wenn du mal irgendwie 5 Minuten Zeit hast, bist du schon wieder am Putzen und Sterilisieren und Abkochen. Und das ist echt der nervige Teil bei dem ganzen Brauen. Du bist nur am Putzen, Putzen, Putzen. Aber muss halt sein, sonst kippt das Bier und das schmeckt ja dann auch nicht. Es gibt hauptsächlich 3 Methoden, wie man Bier brauen kann. Da gibt es die Fast-Food-Methode bis hin zur Handarbeit. Fast-Food bedeutet, das ist dieses Bierkit-Brauen, das erste, damit kann man anfangen. Man kauft so eine Dose, das sind so 1,5 Liter, manchmal auch 2 Liter, gehopftes Malzextrakt. Das ist einfach die Würze, die wir nach dem Hopfenkochen haben, die wird eingedampft, dadurch verdickt sie sich und diese verdickten Würze wird in Dosen gepackt und dann verkauft. Das Zeug kannst du also auch erwerben. Das schmeißt du dann quasi in abgekochtes Wasser. Wir erinnern uns, abgekochtes Wasser wegen der Infektionsgefahr. Also hier müssen auch immer das Wasser dann abkochen. Da schmeißt du den Malzextrakt rein, vermischt das Ganze und leitest dann die Gärung ein. Also das ist die einfachste Form vom Bierbrauen, ist aber für den Anfang gut. Und es ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Ich habe meine ersten 3 Sude mit Bierkits gemacht und ich habe sie alle verhauen. Ging alle schief, alle in die Hose. Ich habe 3 Versuche gebraucht, um zu kapieren, dass die Hefe tatsächlich eine Temperatur benötigt, wie angegeben. Und ich dachte, ach Gott, muss ich auch nicht so lange warten. Ja, 3-mal verhauen. Gut, meine nächste Stufe und auch die, die man so quasi empfiehlt bei Hobbybrauern, ist dann das Hopfenkochen. Da kaufst du wieder eine Dose, diesmal aber ungehopftes Malzextrakt. Also das ist dann quasi nach dem Maischen wird das Zeug eingedampft. Warum macht man das? Ja, jetzt kannst du nämlich selber dieses Hopfenkochen durchführen. Und wir haben vorhin ja gehört, man kann ja verschiedene Hopfensorten reinschmeißen zu verschiedenen Zeitpunkten. Dadurch verändert man den Geschmack vom Bier extrem. Und deswegen ist es total cool, auch so zu machen. Dann kannst du nämlich dein Bier brauen mit dem Hopfen selber einstellen. Nachteil von diesen Malzextrakten ist, du weißt nie so genau, was du da bekommst. Klar, es steht drauf, so und so viel Pilsener Malz drin, so und so viel Münchner Malz, aber weiß ja auch nicht, welche Rasten die gefahren sind und so. Und deswegen kommt man automatisch irgendwann zum Maischen. Das ist die letzte Stufe. Das ist die totale Handarbeit. Und da gehe ich jetzt auch drauf ein, wie das funktioniert. Da macht man nämlich alles, bis auf das Melzen, selber und hat alle Einstellmöglichkeiten beim Bier. Und derer gibt es viele. Man sagt, Bier hat ungefähr 40.000 Stoffe, die das Aroma beeinflussen. Wein, ich finde ja Wein total langweilig, nur 400 Stoffe. Also immer, wenn dann jemand so Wein probiert, denke ich immer, probier mal ein Bier, ja, kannst du viel mehr mit rausschmecken. Kann man immer ein bisschen mit angeben. Na gut, also wir gehen aufs Maischen. Fürs Maischen brauchen wir verschiedene Dinge für die Vorbereitung. Wir brauchen eine Ausrüstung, gehe ich gleich ganz kurz drauf ein. Wir brauchen ein Rezept, was dann auch gleichzeitig eine Art Anleitung ist. Ich arbeite da mit Checklisten. Wir brauchen unsere Zutaten. Ich hatte es vorhin schon angedroht, Doku müssen wir machen. Nicht nur fürs Zollamt, sondern auch zum Nachbrauen des Bieres. Wenn du die Doku nicht hast, dann kannst du es nicht nachbrauen und das kann dann sehr schade sein. Du brauchst viel Zeit. So ein Brautag, das ist da, wo wir dieses Maischen machen und das Hopfen kochen. Dauert, bei mir geht es inzwischen in 6 Stunden, ja, angefangen habe ich mit 10 Stunden und länger, weil ich dann später einfach die Abläufe etwas optimieren konnte. Das ist alles Handarbeit, es gibt natürlich auch Technik-Nerds, die dann das Brauen automatisieren und so, da gibt es lustige Projekte, die können natürlich dann schneller brauen und nebenbei noch was lesen oder keine Ahnung. Ja, die Hauptgärung habe ich jetzt gar nicht aufgeführt, das sind 20 Minuten, das brauchen wir ja gar nicht zu erwähnen. Das Abfüllen, je nach Menge, die man erreicht hat, je nach Technik, die man benutzt, dauert dann auch nochmal ein paar Stunden. Je mehr Bier man braut, desto länger dauert das Abfüllen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Bei mir mit den 20 Litern so rund dauert es 3 Stunden. Ist scheiß Arbeit, macht keinen Spaß. Wenn ich das weglassen könnte, wäre ich schon froh. So, und ich hatte es auch mehrmals erwähnt, putzen, sauber machen. Immer wieder braucht es Platz. Ich putze oft in der Badewanne. Nur so als Hinweis, du brauchst Platz zum Putzen. So, Ausrüstung. Ich lese jetzt nicht einzeln vor. Das da ist nur ein Auszug.
Hier unten im linken Bild sieht man einen formschönen Lidl-Einkocher. Das ist meine Sudpfanne. Das Ding von Lidl kann nicht wallend kochen, aber es gibt natürlich im Internet Anleitungen, wie man das Ding umbauen kann. Das habe ich gemacht. Seitdem kann es dann auch wallend kochen. Rechts nebendran der Nachgusstopf, das war dieses Ding zum Auswaschen des Malzes. Dieser zweite Wassertopf auf so einer ganz billigen Herdplatte wird der erhitzt und dann ist das gut. In der Mitte seht ihr die Malzmühle, das hatte ich nämlich noch nicht gesagt. Das Malz muss gemahlen werden, aber nicht wie beim Bäcker, dass es Mehl wird, sondern das Ziel ist, das Korn muss gequetscht oder gebrochen werden. Aber wir wollen auf keinen Fall Mehl. Und das macht so eine Malzmühle. Deswegen kannst du nicht so eine Bäckereimühle dafür benutzen. So, und rechts seht ihr mal so den typischen Aufbau oder fast typischen Aufbau eines Brautages bei mir. Da steht dann eine Waage rum und was zum Wasser messen und keine Ahnung, was ich da so alles habe. Man sieht es da oben. Ein wichtiger Hinweis, falls mal jemand von euch jetzt anfangen möchte zu brauen. Es gibt in diversen Internet-Shops, die sich aufs Brauen spezialisiert haben, so fertige Kits. Da kann man irgendwie so das Starter-Kit kaufen. Die Kits, ich rate davon ab, weil sie oft Dinge enthalten, die man eigentlich nicht braucht. Dafür enthalten sie andere Dinge nicht, die man aber bräuchte. Das heißt, die richtige Vorgehensweise wäre, besorgt euch ein Braubuch, also so eine Anleitung, wie man Bier braut und lest euch das mal durch. Und da stehen auch ganz oft Sachen dann genau drin, was man so alles braucht für den Start. Und meine Frau hat mich daran erinnert, noch eine Abschätzung abzugeben, was es kostet. Also so eine Grundausrüstung für das erstgenannte Malzextraktbrauen. Da brauchst du nur einen Topf, der 20 Liter machen kann oder was deine Zielmenge ist. Wenn du so ein Ding zu Hause hast und einen Herd, der das leisten kann, dann war es das schon. Dann brauchst du nicht viel Ausrüstung. Und hier für diese totale Handarbeit, also ich habe es nie ausgerechnet, aber ich schätze mal, unter 100 Euro bist du nicht dabei. Kommt drauf an, was du halt noch kaufen musst. Also der Einkocher vom Lidl, der kostet auch so seine 60 Tacken. Ja, und dann läppert sich's schon. Aber wahrscheinlich, wenn du so ein bisschen die Küchenausrüstung hast für 20 Liter, dann kannst du billiger starten. Diese weißen Eimer da unten, die braucht man ganz häufig. Das sind so lebensmittelechte Eimer, die können auch mehr als 100 Grad. Die gibt es mit Auslaufhahn, die gibt es oben mit so einem Gärloch. Das ist dieser schwarze Punkt hier, wenn man den da sehen sollte. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Arten und da brauchst du halt auch mehrere. So, das war die Ausrüstung. Jetzt haben wir also die Ausrüstung. Wir können immer noch nicht loslegen. Wir brauchen nämlich ein Rezept. Wie ich schon gesagt hatte, besorgt euch Literatur, wenn ihr das mal machen wollt. Es gibt da sogenannte Braubücher, ganz viele verschiedene. Manche kosten auch Geld, aber es lohnt sich total. Dann macht man nicht diese Anfängerfehler, wie ich sie gemacht habe. Genau, wir brauchen ein Rezept. Wie müssen wir denn die Zutaten verarbeiten? Gehe ich auch gleich drauf ein. Wir brauchen so eine Art Ablaufplan und als kleine Hilfsmittel gibt es den kleinen Brauhelfer. Das ist eine Software, die gibt es für Linux und Windows und ich glaube auch für Mac. Diese Software, die macht ganz viele Berechnungen. Und diese Berechnungen am Anfang braucht man die noch nicht so sehr, aber wenn man selber Rezepte entwickeln möchte und mal selber irgendwie so Ideen hat, dann musst du da ganz viel rechnen und das nimmt dir diese Software ab. Ja, und die Checklisten sehen wir gleich, was ich damit eigentlich immer meine. Wie sieht denn jetzt so ein Rezept aus? Ein Rezept teilt sich in zwei Teile. Das eine ist die Zutaten. Auch da müssen wir ja genau die Mengen definieren. Und was wir jetzt hier sehen, wir haben drei Malzsorten. Wir haben Weizenmalz, wir haben Münchner Malz und Pilsener Malz. So zur Info, Weizenmalz ist Weizen, das spricht für sich. Münchner Malz und Pilsener Malz ist alles Gerstenmalz, nur mit unterschiedlichen Temperaturen gedarrt. Wir erinnern uns, ganz am Anfang, da stand es mal drauf, 82 Grad Pilsener, Münchner Malz über 100 Grad. Das Münchner Malz, ihr werdet es nachher testen können, ist deutlich süßer, karamelliger, fast sogar rauchig schon. Was ich jetzt von den Walzen hier schon sehen kann, ist, wir brauen hier ein, wer weiß es, was für eine Art Bier? Ein Weizen. Ja, genau. Also alles über 50% Weizenanteil gibt ein Weizenbier. Man sollte nicht über 60% Anteil gehen, denn das Weizen hat keine Spelzen. Und die Spelzen, wir erinnern uns, beim Maischen, beim Läutern, wird diese Malzüberreste werden als natürlicher Filter benutzt. Wenn du da zu wenig Spelzen drin hast, wird es zu dicht, dann kann keine Flüssigkeit mehr durch und dann kannst du nicht mehr filtrieren. Und deswegen darf Weizen nicht mehr als 60% da drin sein. Ja, was wir auch sehen können, Münchner Malz, ich hatte es gesagt, ist ein dunkles, kräftiges Malz. Das heißt, was wir hier machen, ist ein Weizenbier, ein dunkles Weizenbier, auch ein bisschen süßer. Klingt schon sehr verlockend. Beim Hopfen benutze ich in diesem Bier nur einen Hopfen, Saphir, falsch geschrieben, ohne E. Dieser Alpha-Wert, der gibt ungefähr so an, je größer der Alpha-Wert, desto weniger Hopfen brauche ich. Da gibt es also verschiedene. Und die Darreichungsform, in diesem Fall Pellets. Ja, und die Hefe, das ist auch mal ganz wichtig, beim Weizenbier habe ich keine Trockenhefe,
kleiner Einschub, Hefe kann man als Trockenhefe benutzen und als Flüssighefe. Ja, also Weizenbier mit Trockenhefe habe ich noch nie hingekriegt, dass es geschmeckt hat. Ich glaube nicht, dass Trockenhefe irgendwie funktioniert. Es soll Brauer geben, die haben es geschafft damit, aber ich noch nicht. Deswegen bei Hefebrauen gehe ich auf Flüssighefe. Die kannst du vor allem bei Wein, Stefan, das ist diese große Brauerei, die älteste Brauerei Deutschlands oder der Welt sogar, die es noch gibt, kannst du diese Hefen kaufen. Die haben nämlich eine ganz große Hefezucht. Und da kannst du direkt bestellen. Die schicken das nach Hause, extra gekühlt und so. Und dann kriegst du deine Hefe und bist total happy. Die duftet schon, wenn du sie aufmachst. Ganz tolles Zeug. Ja, und dann hast du also hier so Flüssighefe. Das sind jetzt die Zutaten. Fürs Rezept fehlen uns aber noch andere Dinge. Zum einen wieder der Hauptguss. Das war das Wasser, wo wir die Maische reinschmeißen. Also jetzt Malz am Anfang und der Nachguss. Dann haben wir eine Einmaischtemperatur. Die ist eigentlich überall gleich. Dann die Rasten. Das waren ja diese Temperaturen, die ich vorhin genannt habe, die wir eine bestimmte Zeit lang halten. Und diese Rasten haben ja diesen großen Einfluss auf den Geschmack und auf das Ergebnis vom Bier. Und deswegen ist so ein Rezept eben auch so, dass du genau sagst, okay, meine Weizenrast läuft 15 Minuten, die Eiweiß 10 Minuten und so weiter und so fort. Was wir hier sehen können, die Maltoserast mit 35 Minuten ist etwas kürzer. Die Verzuckerungsrast ist aber auch 20 Minuten kürzer. Das ist einfach ein Weizen, es soll nicht ganz so kräftig werden und deswegen macht man das so. Abmaischtemperatur ist auch immer gleich, 78 Grad hatten wir vorhin. So, und beim Läutern, das war dieses Trennen von den festen Bestandteilen aus der Maische und von der Würze. Beim Läutern war die Zielmenge von diesen 30,5 Litern, oder nicht die Zielmenge, die Menge, die ich rausgeholt habe, waren 21,4 Liter. Und ich hatte vom kleinen Brauhelfer, diesem Stück Software, was ich vorhin kurz erwähnt habe, hatte ich mir ausrechnen lassen oder vorgeben lassen, welche Dichte diese Flüssigkeit haben soll. Also diese Bricks, die geben die Dichte der Flüssigkeit an. Und jetzt, wenn wir uns erinnern, in dem Wasser ist eigentlich vor allem Zucker drin. Zucker macht es ein bisschen leichter. Das heißt also, die Dichte geht herunter. Und das wollte ich erreichen. Jetzt habe ich hoffentlich nichts Falsches gesagt. Das wollte ich erreichen. Das gibt also ungefähr vor den Zuckeranteil im Wasser. Das ist meine Zielzuckermenge. Wenn ich die erreicht habe mit dem Nachguss, wir erinnern uns, Nachguss war das Ding, wo ich immer Wasser in den Maischetopf reinschütte zum Auswaschen des Malzes. Das heißt, ich höre auf mit dem Nachschütten, wenn ich meinen Grad Brix, meine Dichte erreicht habe. Das heißt also, ich kann mein Bier auch hier exakt einstellen oder möglichst exakt einstellen. So, Hopfenkochen. Auch hier muss ich natürlich sagen, wann ich meine Gaben mache, diese drei Gaben, die ich vorhin genannt habe. Und hier sieht man zum Beispiel, die erste Gabe ist immer die höchste mit 16 Gramm für 90 Minuten. Das war das, was Bitterkeit und Haltbarkeit bewirkt. Die zweite Gabe, die für den Geschmack, waren jetzt 13 Gramm von diesem Saphir-Hopfen. Und diese letzte Gabe mit nur 3 Gramm auf 20 Liter, muss man sich mal vorstellen, ne? Die geht dann rein, wenn das Hopfenkochen also aufhört. Deswegen stehen hier 0 Minuten. Und diese Dichte habe ich danach erreicht. Das deckt sich dann auch ungefähr mit dem, was mir der kleine Brauhelfer vorgegeben hat. Das ist schon mal sehr schön. Und was am Ende rauskam, waren dann 19 Liter. Das war meine Menge, die ich dann rausgeholt habe, die vergärt werden kann. Und beim Vergären verschwindet nicht so viel, aber beim Abfüllen verschwindet dann noch ordentlich was. Also da kannst du dann froh sein, wenn du 18 Liter oder 17,5 am Ende dann wirklich Bier rausholst. So, das war jetzt viel Theorie. Gucken wir uns noch mal die Sachen noch mal kurz an. Malz, geschrotet, so sieht das aus. Ich hatte es gesagt, unser Ziel ist es, das Korn zu quetschen oder auch zu brechen. Und genau das sieht man hier. Das Mehl entsteht natürlich beim Brechen, aber Mehl wollen wir möglichst wenig da drin haben, weil das nicht gut ist. So, wir haben Wasser, vorhin schon erwähnt. Und hier sieht man mal den Hopfen in Pelletform. Das sind die Zutaten nach dem deutschen, ursprünglichen deutschen Reinheitsgebot. Sie haben es irgendwann gemerkt, ups, da fehlt ja noch was. Gehe ich später drauf. Es gibt nämlich noch mehr Zutaten. Ja, kommen wir gleich dazu. Aber es gibt einen kleinen Einschub. Moment, Malz, Wasser, da war doch was. Bei wem klingelt's? Es steht ja schon da. Bier ist die Vorstufe zum Whisky. Also wenn du Whisky machen willst, brauchst du erstmal Bier. Und genau, Single Malt bedeutet, kleiner Ausflug, stammt aus einer Brennerei und es wird nur Gerstenmalz genutzt. Und das ist ja genau das, was wir beim Pilz zum Beispiel haben, nur Gerstenmalz. Die maischen auch, wie wir auch vorhin gemeischt haben, bei denen heißt das dann Mash-Ton, ich kann meine Englisch nicht so gut, also Maischetonne. Die maischen zwar mit anderen Temperaturen und anderen Rasten, aber das Ziel ist dasselbe, die wollen auch Zucker gewinnen, damit sie Alkohol daraus machen können.
So, und hier der kleine Ausflug nach Amerika. Der amerikanische Whisky, der Bourbon, der hat mindestens 51% Maisanteil, weil Mais ist günstiger, schmeckt auch nicht so doll, aber dann ist es ein Bourbon mit viel Mais drin. Und da haben wir auch wieder diesen Rückschluss, ne? Du kannst aus quasi allem, wo Stärke drin ist, irgendwie Bier oder Alkohol machen. Das machen die auch. So, ja, und der Unterschied von Bier zu Whisky, ja, gehopft wird der Whisky nicht, sonst würde er komisch schmecken. So, ja, Hopfen, da gibt es auch noch was dazu. Hopfenkraut. Vor dem Hopfen war das Kraut. Hopfen wurde gar nicht so früh entdeckt zum Bierbrauen. Die Brauer, die es damals gab, die haben alles Mögliche da reingeschmissen. Also auch teilweise giftige Dinge. Das war mit ein Grund, warum der Hopfen, also dann, oder warum das Reinheitsgebot den Hopfen festgeschrieben hat. Was sie da so reingeschmissen haben, Kümmel, Lorbeer, aber halt auch wirklich giftige Dinge. Da kannst du wirklich alles reinschmeißen und manchmal schmeckt es dann auch, manchmal auch nicht. Wir erinnern uns, der Hopfen hat auch das Ziel, das Bier haltbar zu machen. Und das ist auch mit ein Grund, warum der Hopfen inzwischen vorgeschrieben ist, quasi durchs Reinheitsgebot. Haltbares Bier ist halt besser, ne? Als wenn es gleich umkippt. In Deutschland gibt es 4 große Anbaugebiete, Hallertau, Elbe, Saale, Tettnang und Spalt. Lustigerweise heißen dann die Hopfensorten auch manchmal so. Es gibt den Tettnanger Hopfen, Hallertauer Tradition. Ich habe jetzt hier den Hallertauer, jetzt muss ich gerade spicken, Hallertauer Perle habe ich hier dabei. Genau, Perle steht ja auch da. Saphir, hier ist es richtig geschrieben, also merkt euch nicht die andere Schreibweise. Diese ersten 4 genannten, das sind sogenannte Aromahopfen. Die sind etwas teurer, aber der Hobbybrauer benutzt die, weil das ist schöner Hopfen, mit dem macht es Spaß. Und die beiden unteren, Hüllmelon und Mandarina Bavaria, das sind eher so neue Züchtungen. Die kommen auch aus diesem Craft-Bier-Gedanken heraus, aus den IPAs. Das sind wirklich Züchtungen dafür. Da versucht man, dem Hopfen neue Geschmacksrichtungen zu geben. Und Hüllmelon, man kann es wahrscheinlich ahnen, das Zeug schmeckt nach Honigmelone. Und Mandarina Bavaria, na, da geht es dann Richtung Mandarine. Und das sind sehr teure Hopfen. Ich habe auch einen dabei, den Hüllmelon habe ich dabei. Könnt ihr mal nachher dran schnobern. Ich habe mal damit Bier gebraut, fürchterlich. Also wenn das Bier nicht mehr nach Bier schmeckt, sondern irgendwie nach Melone, dann macht es mir keinen Spaß. Aber IPA-Liebhaber, die werden darauf abfahren. So, ja, das war der Einschub, der Ausflug in den Hopfen. Und endlich können wir was zusammen ausprobieren. Malzprobe. Ich würde das jetzt so machen, dass ich hier Malz abfülle. Ich gebe das Glas, wer mitmachen will, rum. Ihr nehmt euch quasi dann zuerst einen Löffel. Dann nehmt ihr den Löffel mit dem Malz drauf und schüttet ihn auf euren Löffel. Und euren Löffel dürft ihr in den Mund stecken, den anderen bitte nicht. Der kommt wieder hier rein, sonst greifen die Seuchen um sich. Und damit ihr mir nicht langweilig zugucken müsst, gebe ich schon mal den Hopfen rum. Einfach Deckel öffnen, mal eine Nase voll nehmen. Also ruhig erst mit ein bisschen mehr Abstand des Zeugs. Das kann schon intensiv sein. Ja? Und dann könnt ihr mal gucken, wie euch der so geruchlich zumundet. Machst du mit oder wem gebe ich das in die Hand? Dann gebe ich einfach durchgeben. Dann nehmt ihr schon mal eine Nase. Und ich kann euch schon mal dazu sagen, die sind beschriftet mit A, B, C, die Hopfen. Das A ist dieser Hüllmelon, dieser sehr intensive Hopfen. Ich finde ihn jetzt in dem Glas nicht so intensiv. Der B ist Hallertauer Perle. Das ist ein Standardbrauhopfen, der riecht sehr intensiv. Und C, Saphir, ist auch ein ganz standardisierter Kram. So, das ist total nett. Also das ist die 1. Dein Löffel, wenn Löffel fehlen, ihr wisst, wo die Küche ist. Ruhig, also kannst ruhig ein paar Körner nehmen. Ein ganzes Löffel würde auch gehen. Es ist nichts Schlimmes, es können Spelzen drin sein. Das heißt also, Spelzen kann man auch essen, aber es könnte kratzen im Hals. Und giftig ist nichts. Ich habe jedenfalls, bin ich nicht gestorben. Und merkt euch mal so ein bisschen die Unterschiede von dem Malz und guckt es euch auch mal an. Also das da ist die Nummer 2. Du bist jetzt mein Opfer. Wie war das erste? Hat es irgendwie intensiv geschmeckt oder wenig intensiv? Oder? Nee, ich finde es relativ. Also man hat was geschmeckt auf jeden Fall. Aber es ist nicht so extrem intensiv. Sehr gut, ja. Das zweite hast du jetzt auch gerade geknuspert oder knusperst noch? Wie schmeckt denn das? Süßer würde ich fast sagen.
Genau, also macht euch mal selber ein Bild, probiert es mal durch, weil die sind wirklich ganz unterschiedlich und nachher lösen wir dann auf. Wenn man länger kaut, dann löst es ja auch mehr Zucker daraus. Ja, stimmt, das ist wie beim Brot, ne? Wenn du Brot lange kaust, dann wandelt der durch Enzyme, ja. Ja, genau. Und wenn du dann noch Hefe im Mund hättest, könntest du Alkohol ausmachen. Direkt Bierbrauen im Mund. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gemacht hat, aber zum Beispiel Thermomix, das funktioniert. So kommt man am Zoll vorbei. Da gilt dann die 200-Liter-Grenze. Ja, ja. Das ist so voll, der Verlust vom Abfüllen. Genau, wie sagt definiert sich eigentlich Malz? Wie sich definiert? Ja. Malz ist Getreide, also zum Beispiel Gerste oder Weizen, was gedarrt wird. Das hatte ich vorhin kurz. Ja, genau, also Getreide in dem Fall. Genau, richtig. Ich frage mich nicht, ob Mais eigentlich ein Getreide sein sollte. Das ist eine gute Frage. Also Mais wird zumindest gemeischt, aber nicht gedarrt. Ja, Mais ist ein Getreide, aber nicht. Weil dann habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so komisch ist, also Mais zu benutzen. Hm? Also dann halt auch ja. Ein Sommergetreide. Süßgras, deswegen weiß ich, habe ich zumindest das zweite. Ja. Siehst du mal, ja. Ja. Ja, also Mais ist halt lang nicht so geschmacksintensiv. Ne? Also mit Gerste, wenn du das hier mal durchprobierst. Oder ja, wahrscheinlich geht das auch. Habt ihr die Becher schon durcheinander gebracht? Wahrscheinlich, ne? Aber ist nicht schlimm. Also es gab, ich habe es ja auch hier hingeschrieben, hier vorne gab es noch die richtige Reihenfolge. Die Nummer 1 war Weizenmalz. Das ist das ohne Spelzen. Also das könnt ihr noch erkennen im Glas, da wo keine Spelzen dran sind, keine Haut an dem Korn. Aber das ist Weizen. Und Weizen schmeckt, finde ich, jetzt nicht besonders intensiv. Das zweite, das ist so der super Brachialbrecher, das ist Münchner Malz. Das ist das ganz kräftige, super süße Zeug. Kann ich auch so knuspern, finde ich ganz toll. Kannst du auch ins Brot reinbacken. Wer so Brot backt, kann da auch mal Malz, ganze Körner reinschmeißen. Gibt dem Ganzen eine neue Note. Die Nummer 3 war das Wiener Malz. Das ist so ein Zwischending zwischen dem Pilsener, das ist so ein ganz langweiliges, seichtes Malz, und dem Münchner, diesem harten, dunklen, krassen, zuckrigen, karamelligen Malz. Das Wiener ist so in der Mitte. Und aus Wiener Malz, das stammt vom Pale Malt ab aus Großbritannien. Pale, Pale, da war doch was, da kommen wir später drauf. India Pale Ale, schon mal gehört, IPA. Das ist also quasi so eine Abstammung von dem Zeug. Pilsener Malz war das, was so ein bisschen seicht hier schmeckt. 80 Grad, 82 Grad wird es gedörrt. Das Wiener Malz, was so in der Mitte liegt, bei 90 Grad. Und dieses Münchner Malz, das kräftige, bei über 100 Grad. Einfach nochmal so zum Vergleich. Wie hat es geschmeckt? Ist jemand gestorben, erstickt oder Durchfall bekommen? Alles gut? Ihr könnt natürlich ja noch aufessen. Und den Hopfen, wer lustig ist und probieren möchte, genau, wir hatten hier einmal die Pelletsform, das sind diese Körnchen. Und das da ist der ganze Rohhopfen, ist auch getrocknet. Den kannst du auch als Dolde dann kaufen, aber das da ist quasi einfach dieser Rohhopfen nur gepresst. Wer möchte, kann sich da auch was mitnehmen und in den Tee, ein so ein Körnchen in den Tee, da hast du einen ganz intensiven Hopfentee, und Hopfentee kann man auch so trinken, der hilft beim Einschlafen, der macht einfach ein bisschen müde. Also einfach ganz natürliches Zeug, aber wirklich vorsichtig. Das Zeug haut sehr stark rein vom Geschmack. Also nicht vorsichtig, weil er dann stirbt oder so, sondern das ist einfach nur sehr intensiv. So, alle bereit, dann können wir weitermachen. So, ich hatte es vorhin schon gesagt, es gibt Zutaten nach dem Reinheitsgebot und es gibt Zutaten in echt. Die Hefe, die war im ursprünglichen Reinheitsgebot nicht drin. Ja, wieso das denn? Ja, man wusste damals nicht, dass es Hefe gibt. Man hat das Bier gebraut, man hat die Würze gemacht und dann hat man es ans Fenster gestellt, den Eimer, und hat gehofft, dass Alkohol entsteht. Und man hat die Erfahrung gemacht, ja, Alkohol entsteht besonders häufig in der Nähe von Bäckereien. Na, so ein Zufall. Und deswegen sind viele Brauer im Mittelalter waren auch Bäcker. Und dann haben die also gebraut und gebacken. Und wir wissen alle, im Brot, ne, damit das geht, ist da auch Hefe drin. Das heißt, die Hefe fliegt durch die Luft, und in der Nähe von der Bäckerei war besonders viel Hefe in der Luft und hat sich dann hoffentlich in die Würze gesetzt, und dadurch entstand dann also der Alkohol. Links im Bild ist die Trockenhefe, in der Mitte ist diese Flüssighefe, das feine Zeug für das Weißbier, Weizenbier, Entschuldigung, sehr lecker. Ja, und rechts Zucker? Wieso macht man da Zucker rein? Also ich hoffe, ihr habt jetzt schockierte Gesichter gemacht und ich habe sie nur nicht gesehen.
Zucker, ja, kommt auch ins Bier. Ich sage gleich, warum. So, aber zum Hefe gibt es noch ein paar Geschichtchen. Ich habe das ja angedroht, Zauber. Der keltische Zauberstab. Also die Kelten haben ja auch Bier gebraut, sie wussten aber nichts von Hefe. Aber es gab dann keltische Magier oder sowas, Schamanen, keine Ahnung, wie man die Menschen genannt hat. Aber die hatten dann einen Zauberstab. Mit dem Zauberstab sind die zu diesem Würzetopf, haben Sprüche gemacht, haben dann diesen Zauberstab in diesen Topf reingehalten und umgerührt und haben so also über Magie das geschafft, dass das Bier oder dass die Würze vergärt und daraus dann Bier entsteht. Ja, warum denn? Man hat später diese Zauberstäbe gefunden und untersucht und vorne an der Spitze waren Hefekulturen festzustellen. Und durch das Reintunken wurde das Bier geimpft mit Hefe und konnte sich also dann umwandeln. Deswegen der Zauberstab. Ja, genau, ich hatte es schon gesagt, die Hefe ist im deutschen Reinheitsgebot erstmal nicht vorgesehen gewesen. Brauerei, Bäckerei, hatte ich schon gesagt. Wow, ich bin ja meinen eigenen Folien vorausgerannt. Eine interessante, coole Sache ist noch, es gibt so einen jungen Brauer, inzwischen dürfte auch älter sein, der macht einen Podcast und der ist Hefeforscher und der ist in alte Braukeller abgestiegen. Der hat von alten Geländern, diese schönen abgegriffenen Eisengeländer in so einem Keller, hat er Sachen abgekratzt. Der hat aus alten Brauzubehör Zeug abgekratzt. Und der war immer auf der Suche nach Hefekulturen, die da noch drin sind. Und Hefe ist unheimlich widerstandsfähig, das Zeug kriegst du kaum tot. Der konnte das wirklich alte Hefen wieder reaktivieren aus diesem Zeug. Und wir hatten nämlich in Deutschland vor allem auch das Phänomen, es gab eine Zeit, da gab es nur irgendwie zwei Standardhefen oder so. Und jeder Bierbrauer hat dieselbe Hefe genutzt und entsprechend eintönig war das Bier. Und auch diesem Menschen da ist es zu verdanken, dass wir endlich wieder sehr viele Hefesorten haben. Und wie gesagt, die Hefe trägt so viel dazu bei. Bei einem Weizen, ihr kennt Weizen, was nach Banane riecht oder auch Nelke. Diese Nelke und diese Banane, die kommt von der Hefe. So, meine Checkliste, die ist nicht zum Spicken gedacht, deswegen extra klein. Das ist nur die erste Seite, die besteht aus über zwei Seiten. Aber für mich ist so ein Brautag, mit Brautag meine ich von A bis Z, also mit zum Abfüllen und bis zur ersten Verköstigung quasi, ist da alles drauf. Das heißt, ich kann meinen Schädel ausschalten und da rumsitzen und dann hier einfach diese Checkliste abarbeiten. Da steht auch drin, wenn ich irgendwas putzen muss und dann kann ich die einfach durcharbeiten. Ich weiß, ich verpasse nichts. Und da stehen dann auch die Rasten drin. Da steht drin, wann ich den Nachguss einschalten muss. Hier kommt so ein bisschen Mathematik rein. Ich kann ja ausrechnen, wann mein Hauptguss fertig sein muss, anhand der Rasten, anhand der Menge, die ich erhitzen muss und wie lange ich dann brauche zum Erhitzen. Und deswegen weiß ich dann auch, wann ich meinen Nachgusstopf einschalten muss, dass der zum selben Zeitpunkt dann auch bei 78 Grad ist. Ja, und so ein Zeug steht da drin. Wie gesagt, das ist meine Vorgehensweise. Es gibt Leute, die machen das anders. Was wir jetzt hier sehen, ist ein schwarzer Klecks. Nein, das ist... Da habe ich mal Demonstrationsbrauen gemacht und konnte die Person jetzt nicht mehr fragen. Die Person maischt gerade. Das heißt, wir sehen hier den Lidl-Einkocher. Darf ich hier Bock Lidl sagen? Also wir sehen den Einkocher von einem Supermarkt. Da drin ist jetzt das Wasser, da drin ist das Malz und wir erhitzen das Zeug. Und was sie in der Hand hält, ist das sogenannte Braupaddel. Das ist ein sehr langer Löffel, mit dem rühre ich diese ganze Schose immer um. Warum muss ich das denn rühren? Weil ich das Zeug erhitze, der Lidl-Kocher erhitzt von unten. Das Malz setzt sich aber, wenn ich es nicht bewegen würde, auf den Boden ab und dann brennt es unten sofort fest und macht dann Geschmäcker rein, die willst du nicht. Deswegen kontinuierlich rühren und maischen kann auch mal länger dauern. Da bist du die ganze Zeit am Rühren. Was man hier auch sieht, das Ding da hinten ist mein Thermometer. Das geht hier über so ein Kabel, formschön in Plastiktüte verpackt mit einer Klammer. Hier oben sieht man es etwas näher. Wird das Thermometer da reingesteckt und ich kann da oben die Temperatur immer ablesen. Mein Kocher würde auch hier unten eine Temperatur anzeigen, aber das ist irgendeine Temperatur, nicht die von der Maische, deswegen ein separates, schönes Thermometer. Dieses wunderbare Bettlaken ist meine Isolation, dadurch hält sich das Ding länger die Temperatur. Hatte ich hier links noch vergessen. Und rechts seht ihr auch den Nachgusstopf, der da schon erhitzt wird. So, also rühren, 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 wir rühren und rühren. Dann kommt das Läutern. Das war das Trennen vom Festen vom Flüssigen. Jetzt haben wir hier unten das Ding und ich hatte es vorhin gesagt, wir reden auch über Hexen. Das da ist nämlich die sogenannte Läuterhexe. Läutern war ja der Vorgang der Trennung und das da ist ein technisches Produkt. Ist einfach ein Spiralschlauch, also nur eine Spirale. Und wenn man die in diese Kurven legt, ist ja der Außenradius etwas größer als der Innenradius. Das heißt, die Spirale geht so ein bisschen auseinander, lässt Flüssigkeit hinein, ist aber noch so eng, dass die Spelzen nicht reingehen, dass das Malz nicht reingeht. Und hilft enorm beim Läutern. Ich habe vorher einmal ohne das Ding geläutert. Es war Hickhack, es hat ewig gedauert, es macht keinen Spaß.
Und mit dieser Läuterhexe, oh, wunderbar, ist ein Traum. Also Läuterhexe, wenn ihr was anschaffen wollt und selber brauen wollt, Läuterhexe, muss auf den Einkaufszettel, ist wirklich geil. So, in der Mitte und rechts seht ihr, wie das so aussieht. Diese Flüssigkeit, die ihr seht, dieses total durchsichtige, langweilige mit Schaum obendrauf, das ist die Würze. Und da die jetzt so durchsichtig ist, wissen wir jetzt auch schon, das ist ganz am Ende, wo der Nachguss schon reingewandert ist. Am Anfang ist das natürlich gelb, teilweise richtig dunkel, ja, durchs Malz. Und dann verdünne ich es ja mit Wasser und deswegen sieht es hier so durchsichtig aus. Und dieses graue Zeug da, das ist vor allem Mehl, das sich oben abgesetzt hat. Und darunter liegen die ganzen Körner, dieses Malz und die Spelzen. Das ist die natürliche Filterschicht. Und hier unten ist der Auslaufhahn und so sieht das aus, wenn man läutert. Da sitzt man dann auch bestimmt eine halbe Stunde vor dem Zeug und füllt Kanne um Kanne um Kanne. Und ich hatte sie vorhin erwähnt, die sogenannte Läuterkatastrophe. Das ist, wenn du hier unten zu schnell die Flüssigkeit abzapfst, dann passiert es, dass die Flüssigkeit sich aus diesem Filtermaterial unten rauszieht. Oben kommt nicht genügend Flüssigkeit schnell genug nach. Das heißt, das Material, diese Körner, die verdichten sich und lassen kein Wasser mehr durch oder keine Würze mehr durch. Und das nennt man Läuterkatastrophe. Und eine Läuterkatastrophe kannst du dann nur noch beheben, indem du mit so einem langen Küchenmesser da öfter reinstichst und dann hoffst und betest und Tränen verdrückst und so. Also ich hatte sie noch nicht dank der Läuterhexe. Also wenn ich hier Werbung mache, dann für die Läuterhexe. Das Hopfenkochen habe ich jetzt nicht gezeigt. Das Hopfenkochen findet aber hier in dieser Geschichte statt, in diesem wunderbaren Einkocher eben. Wichtiger Hinweis, beim Hopfenkochen muss das Zeug verdampfen können, weil mit dem Dampf gehen Stoffe aus dem Bier, die wir nicht drin haben wollen, also Deckel runter. Wenn du jetzt den Deckel runternimmst, naja, scheiße, dann wird das Zeug wieder zu kalt. Das heißt, das wallende Kochen hört auf. Also das optimale Mittelmaß ist ein selbstgebauter Deckel mit einem großen Loch drin. Und ich habe das dann bei mir so mit dieser Anlage quasi herausgekriegt. Schön so von diesen weißen Eimern, die man vorhin gesehen hat. Die haben auch Deckel. Da habe ich einen so einen Deckel genommen, ein dickes Loch reingeschnitten. Und wenn ich das drauflege, dann läuft es schon relativ gut. Es kocht manchmal über. Da muss ich wieder den Deckel runter machen, dann wieder drauf. Und ach Gott, schon ein bisschen hin und her und so, aber es klappt. Was wir jetzt hier sehen, ist das Abseihen. Das ist nach dem Hopfenkochen. Das heißt, was jetzt hier rauskommt, ist die Würze, und zwar die fertige Würze, die dann bereit ist für die Hefe. Die schicken wir durch ein natürlich abgekochtes Bettlaken. Das ist unser Filter. Und die läuft hier so durch. Und es gibt ja einen ganz tollen Trick, da habe ich die Physik wieder mal lieben gelernt. Man nennt es Whirlpool. Man nimmt das Braupaddel, diesen langen Löffel, haut den da oben rein, versetzt die ganze Chose in große Drehung, damit sich da so ein Strudel bildet, dann Löffel raus, Deckel drauf, Viertelstunde warten. Durch den Strudel werden die ganzen Feststoffe in diesen Trichter gesaugt und setzen sich unten in dem Eimer ab. Das ist so ein richtiger Trubkegel. Und wenn du dann langsam hier die Würze hinauslaufen lässt, durch den Filter die ersten, ich sag mal, 17 Liter von den 18, 19, die du rausholst, die ersten 17 Liter sind wirklich quasi klar. Da ist eigentlich nichts mehr drin und das Tuch hier bleibt total leer. Und dann erst die letzten, so, die letzten 1 Liter, die du dann rauswürgen willst, weil du ja die Produktion möglichst groß haben möchtest, da kommt dann der ganze Trubscheiß mit rein. Und wenn man von oben reinguckt, ist es wirklich ein Kegel. Sieht aus wie, ich weiß gar nicht, wie so ein Kegel, Zuckerhut. Total spannend. Also fand ich toll, dass man das da durch so einen einfachen Wirbel machen kann. Ne? So, wir haben abgeseit. Bevor wir jetzt die Hefe hineinschmeißen, machen wir noch einen kurzen Ausflug in die Ferne. IPA, ich habe es vorhin gesagt, India Pale Ale, hat das schon mal jemand gehört? Ja, gut, okay. Also, es gibt da eine Legende, ich sage natürlich, die ist wahr, weil die so schön klingt. Etwa so, die Engländer hatten ja viele Kolonien, unter anderem in Indien. Und da sind also Seefahrer hingefahren und die Seefahrer, die dann da drüben waren, die wollten natürlich Bier trinken. Und in der Heimat wurde das Bier gebraut, damals Pale Ale. Und das musste man irgendwie so brauen, dass es haltbarer wird, damit es die lange Schiffsreise überlebt. Und wie kann man Bier besonders haltbar machen? Wir haben es vorhin gehört, Hopfen. Hopfen macht Haltbarkeit, also haben die sehr stark gehopft. Wesentlich mehr als sonst, dadurch höhere Haltbarkeit. Und sie haben mehr Alkohol rausgeholt, weil Alkohol konserviert ja auch. Wie holen wir jetzt nochmal mehr Alkohol aus dem Bier? Wer hat vorhin aufgepasst? Genau, wie kriegen wir mehr Zucker da rein? Entweder länger das Malz auf der speziellen Temperatur halten oder dazu kippen. Gut, dazu kippen machen wir an der Stelle nicht, das wäre ganz böse, bababa, aber machen wir später. Du hattest vollkommen recht, länger dieser Maltoserast einfach halten. Ne? Je länger ich in der Maltoserast bin, desto weniger
Süße ist in dem Bier am Ende, die ich rausschmecke, aber desto mehr Alkohol kann ich rausholen. So, das haben die gemacht. Das Ziel war natürlich, wir verschippern da die Fässer dahin und dann werden die Seebären da drüben in Indien da Wasser reinkippen und das auf diese Standarddichte wieder herunter verdünnen. Das haben die natürlich nicht gemacht. Die haben das probiert und haben gesagt, wow, das schmeckt ja so richtig lecker. Und schon war aus Pale Ale, war India Pale Ale geworden. Tja, so soll es entstanden sein. So, nach diesem Ausflug nach Indien zurück in den Gärkeller. Links sehen wir unseren Hefestarter. Also hier habe ich mit Trockenhefe gearbeitet, deswegen brauche ich einen Hefestarter. Hefestarter ist einfach Wasser, abgekochtes Wasser, wo ich die Trockenhefe reinschmeiße und dann lasse ich die so eine Viertelstunde ankommen, dann wacht die so ein bisschen auf, das reicht schon. Dann schmeiße ich die in den inzwischen abgekühlten Sud oder in die Würze. Und auf den Eimer, auf diesen schönen Plastikeimer, setze ich dann also so einen Deckel mit einem Loch oben. Das sieht man hier. Und in dieses Loch stecke ich so ein sogenanntes Gärröhrchen. Warum mache ich da jetzt ein Gärröhrchen drauf? Naja, also die Hefe pupst ja CO2 raus und das muss irgendwie entweichen, sonst wird ja irgendwann dieser Eimer platzen. Das wäre ein bisschen blöd. Das heißt also, CO2 muss raus. Wir wollen aber auf keinen Fall, dass irgendwas anderes reinkommt, weil wir haben ja Infektionsrisiko im Bier. Und deswegen macht man dieses Gärröhrchen mit Wasserfüllung drauf, so kann das Gas entweichen, aber Insekten und was weiß ich nicht, kann da nicht so einfach reinkrabbeln. Und jetzt natürlich noch die Fangfrage, warum ist das hier nicht im Level? Warum ist das Wasser jetzt hier so da links rüber? Das CO2 von unten noch. Danke, ja, genau, natürlich, klar. Also da unten entsteht natürlich permanent CO2 und drückt natürlich immer nach da oben. So, und durch dieses kleine Loch habe ich mal die Kamera quasi so reingehalten. So sieht das Vergären aus. Es bildet sich also total leckerer Schaum. Nein, natürlich nicht. Schaum und diese schwarzen Bröckchen, das sind dann Hefeflöckchen, die da so herumwabern. Die Hefe selbst befindet sich vor allem unter dem Schaum. Wenn man dann eine Nase davon nimmt, dann sticht es in der Nase durch das CO2. Aber wenn man da hart im Nehmen ist, dann kann man auch schon die ersten Gerüche von dem Bier, wie es dann später mal riechen wird, kriegt man da schon raus. Und das kann also, oh, es kann ganz toll sein. Ne? Also es sticht zwar, aber es kann nach Banane riechen oder so. Sehr spannend. Gut, wir haben die Gärung abgeschlossen. Jetzt kommen wir langsam zu dem Zucker. Jetzt müssen wir halt abfüllen und die Nachgärung einleiten und reifen lassen. So, also das Ziel ist, das Bier muss in die Flasche. In der Flasche allein nützt es so nichts. Es blubbert ja jetzt noch nicht. Wir brauchen also irgendwie noch Blubberbläschen da drin. Jetzt gibt es da eigentlich zwei große Verfahren, die auch im Hobbybrau-Gegenden oder beim Hobbybrauern verbreitet sind. Das eine ist, du schmeißt das Bier gar nicht in eine Flasche, du machst das einfach in Keckfässer, diese Alufässer. Und dann hast du eine Ausschankanlage, die CO2 beimengt und dann kriegst du dein CO2 da rein, deine Blubberbläschen beim Ausschank und schon läuft das Ganze. Also sparst dir diese Nachgärung. Jetzt habe ich keine Ausschankanlage, bin geizig. Ich lasse das Bier das selber machen und leite die Nachgärung ein. Nachgärung bedeutet, in meinem Bier, egal wie stark ich das filtere, ist immer natürlich noch Hefe drin. So, und die Hefe kann ich ja benutzen. Die Hefe, die ist ja bereit, wieder CO2 zu pupsen, wenn ich ihr Zucker gebe. Und jetzt schmeiße ich da den Zucker rein. Ich kann anstelle vom Zucker auch Sud reinschmeißen. Sud ist gemeint, nach dem Hopfenkochen kann ich Flaschen abfüllen. Das ist ja dann das Malz, was nicht vergoren wurde, also die Würze, die nicht vergoren wurde, da ist noch ganz viel Zucker drin. Das heißt also, ich kann normalen Haushaltszucker reinschmeißen, ich kann Speise, nennt man dann diese, dieses aufgehobene Würzzeug, kann ich reinhauen und im echten Leben haut man beides rein, weil die Würze oft nicht reicht, diese Würze in der Speise. Deswegen kommt da immer noch ein bisschen Zucker rein. Und der Zucker, keine Angst, der wird natürlich komplett von der Hefe umgewandelt, deswegen wird das Bier nicht süßer, sondern der wandelt sich einfach um, zum Teil in Alkohol und zum Teil in CO2 und dadurch wird das Bier einfach ein bisschen alkoholischer und kriegt Blubberbläschen. Man muss aber ganz arg aufpassen, wenn man hier nicht ordentlich rechnet, Hinweis, kleiner Brauhelfer, die Software, die hilft euch, wenn man hier nicht genau rechnet, dann könnt ihr zu viel Zucker reinmachen. Das Zeug fängt zu stark zu gären an und im schlimmsten Fall explodieren euch die Flaschen. Ist mir einmal passiert. Also gären nur ja, in so großen Wannen, Plastikwannen gibt es bei der IKEA für wenig Geld. Alles, die ganzen Flaschen da reinschmeißen, wenn da eine platzt, dann ist der Keller nicht renovierungsbedürftig. Zum einen, ne? Und zum anderen, wenn sie nicht platzt, kann es passieren beim Öffnen, dass du erstmal so eine schöne Fontäne mit Bier rausholst, ist mir auch öfter passiert. Das kann auch bei zu hohen Temperaturen sein. Ne? Im Sommer, wenn du da die Gärung durchführst, dann ist die Hefe einfach aktiver. Dann kannst du es auch nicht ganz so toll steuern. Das passiert einfach mal.
So, aber wir gehen davon aus, dass alles optimal ist. Endlich, wow, Nachgärung. Die Nachgärung stoppt man in der Regel nach der doppelten Zeit der Hauptgärung. Die Hauptgärung ist so in der Regel, sagt man, eine Woche. Das merkt man aber, wann die Gärung vorbei ist, wenn es nämlich nicht mehr blubbert. Das heißt, Nachgärung in dem Fall würde ich jetzt 2 Wochen laufen lassen. Und ich ende die Nachgärung damit, indem ich die Flaschen einfach in den Kühlschrank stelle. Und da müssen die auch drin bleiben. Die Hefe, wenn der zu kalt wird, schläft die ein, dann arbeitet die nicht mehr. Deswegen ab in den Kühlschrank. Deswegen habe ich mir auch einen zweiten Kühlschrank kaufen müssen. Und also es läppert sich von den Ausgaben. Ja, genau. Und dann ist das Zeug im Kühlschrank. Und jetzt beginnt die Magic bei dem ganzen Zeug. Das Jungbier nach der Nachgärung, das schmeckt total wild. Ja, da kannst du die... Entweder wenn der Hopfen besonders stark war, schmeckt es total hopfig. Oder es kann sein, dass du sehr stark Hefe rausschmeckst. Also das Bier ist total wild und boah, in eine Richtung. Das ist wie so ein Faustschlag in die Magengrube. Ja? Aber auch ein positiver. Es kann sehr lecker sein. Und dann lässt du es reifen. Und man sagt so alle 3-4 Tage, schnappst du dir eine Flasche und probierst sie wieder. Und das Bier verändert sich im Laufe der Zeit verändert sich das Bier extrem. Und wenn du das dann über mehrere Wochen also verfolgst, dann stellst du fest, dass aus diesem wilden, boah, totalen Hopfenzeug wird plötzlich etwas, was malziger wird. Und irgendwann wird das Malz ein bisschen schwächer, dafür kommt wieder eine andere Hopfennote hervor. Du kannst dein Bier, stellst du fest, ist eigentlich irgendwie wie 10 Biere. Und irgendwann erreichst du den Punkt, dass das Bier so ein bisschen lascher wird und dann weißt du so, jetzt kann ich austrinken und dann ist das auch vorbei. Meistens kommt man gar nicht so weit, weil es irgendwie halt so spannend ist, dann auch öfter zu testen. Also kann ich immer nur sagen, testen, immer testen. Es gibt natürlich auch so Vorlagen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe dann eine Datenbank, wo ich mal über 300 Sorten Bier durchgetestet habe. Auch meine eigenen. Und das ist total spannend. Einfach dokumentieren, dass man mal sehen kann, wie wird denn das Bier. Und genau, so ist das. So, ach gut, ja, hallihallo. Ich kann empfehlen, so zum Abschluss quasi, Bier, der Film von Dr. Drunk. Ich meine nicht den Film, es gibt da so einen Film, den meine ich nicht, so professionell. Nein, der Dr. Drunk, das ist so ein lustiger Geselle aus irgendwo aus Norddeutschland. Und der braut mit seinen Kumpels 500 Liter Bier im Garten in einer alten... doch, natürlich angemeldet. In so einer alten riesigen Wanne auf Lagerfeuer, also ist total abgefahren. Aber dieser Film hat mir übers Bierbrauen mehr beigebracht als jede verdammte Doku, die ich gesehen habe. Der Typ ist zwar die Hälfte vom Film betrunken, aber er bringt so gut rüber. Wirklich ein Spitzenfilm, kann man nur empfehlen. Ist super. Und derselbe Kerl ist auch noch in Norwegen unterwegs ein paar Monate und hat dann die mobile Version gemacht. Das heißt, er braut in Norwegen mobil in seinem Wohnmobil und erklärt auch da, wie das geht. Sehr spannend. Unheimlich tolles Quell vieler Sachen, solange es die Foren noch gibt, ist das Hobbybrauer-Forum. Kann ich nur empfehlen, da werdet ihr geholfen. Wundervoll, ganz toll. Ja, und der kleine Brauhelfer, den hatte ich schon erwähnt. Mir bleibt zu sagen, vielen herzlichen Dank für eure Anwesenheit, euer Interesse, für eure reges Mitmachen, dass ihr nicht gestorben seid. Ich hätte mir Vorwürfe gemacht. Und die Folien, genau. Und falls ihr irgendwie noch Fragen an mich habt oder ein Bierbrau-Event machen wollt, Kontakt findet ihr unter dieser Adresse, idmücke.de Ritzel. Und dort findet ihr nochmal alles. Habt ihr Fragen? Wenn die jetzt 500 Liter Bier gebraucht haben, mussten sie dann nur 300 versteuern oder die vollen? Na, die ersten 200 sind ja tatsächlich steuerfrei, also mussten nur 300. Ja, gut, aber ab und zu ist ja so, wenn du die Grenze überschreitest, musst du noch trotzdem alles versteuern. Gibt's ja auch. Da nicht, also wäre mir nicht bekannt, dass es Hauptzollamt. Und die 500 Liter waren ja das, was sie reingekippt haben. Das Endergebnis ist natürlich weniger. Nur durchs Hopfenkochen verdampft, ja, durchs Maischen verdampft. Das heißt, ich weiß nicht, was sie rausgeholt haben wahrscheinlich. Theoretisch gehört auch die Testphase mit zum Fertigungsprozess, oder sehe ich das falsch? Nein, leider nicht. Also ab dem Zeitpunkt, wo du tatsächlich vergorenes Bier hast, das ist die Menge, die du messen musst und die du dokumentieren musst. Wie viel brauchst du so im Jahr? Ja, schlechte Frage. Nein, natürlich eine gute Frage, aber ich habe vor 2 Jahren mich entschieden, keinen Alkohol mehr zu trinken. Das beißt sich so mit dem Bierbrauen. Das heißt, ich braue zurzeit nicht. Ich habe aber unheimlich Lust aufs Brauen und bin die ganze Zeit überlegen, ob ich dann nicht einfach das unvergorene Bier benutze, was aber halt sehr anfällig ist. Ja, genau, probieren mag ich halt nicht mehr. Und deswegen braue ich halt zurzeit nicht. Ich habe insgesamt 19 Sude gemacht, war der letzte Stand und das aber auch über einen längeren Zeitraum, weil ich auch mal eine Pause hatte.
Und das Maischen, also dieses ganz Aufwendige, das waren davon dann 15 oder 16 Sudel, weiß ich nicht mehr sogar auswendig, aber das war dann so dieses, das hat Spaß gemacht. Das ist wie Angeln. Manche mögen total Angeln, dieses Rumsitzen und so. Gut, ich sitze da nicht so viel. Aber also du hast insgesamt so 400 Liter oder so. Ja, wenn du jetzt kurz überschlägst, genau 19 Sudel mal ungefähr 20 Liter, kommst du auf deine 380. Ja. Genau, aber halt über mehrere Jahre, also ich habe die Steuer nicht geprellt. Sehr gut. Sonst hätten wir dich auf Video. Ja, genau. Entschuldigung, hallo, liebes Hauptzollamt Karlsruhe. Ich bin sauber. Weitere Fragen? Lust auf ein Brau-Event? Vielleicht mal hier. Müsste. Mailingliste. Mailingliste, genau. Da würde ich es mal reinkippen. Also vielen Dank. War mir eine sehr große Freude und Vergnügen, das hier so präsentieren zu dürfen. Vielen Dank.